Normalerweise werden hier täglich mehrere hundert Tonnen schwere Maschinen versandfertig verpackt. Heute Abend ist alles anders. Das Krones Logistikzentrum wird am Sonntag, den 2. Dezember 2012, zum Konzertsaal. Ludwig van Beethoven steht auf dem Programm. Krones ist Gastgeber, Veranstalter die Stadt Neutraubling. Das ist schon beeindruckend, dürfte in der ganzen Region einmalig sein. Ich selber bin, als ich heute noch mal alles inspiziert habe, bin fast erschrocken, als ich diese 1000 Stühle hier gesehen habe. Also ein Konzertsaal, der seinesgleichen sucht. Und natürlich beeindruckend. Mir hat gerade ein Chormitglied gesagt, für mich erfüllt sich der Traum meines Lebens, dass ich einmal Beethovens 9. singen darf vor so vielen Leuten. Und so geht es dem Bürgermeister ganz genauso. Über 1100 Konzertgäste kommen zum musikalischen Ereignis in das Krones Logistikzentrum. Für viele eine besondere Atmosphäre, wenn auch nicht ganz unbekannt, denn bereits zum 4. Mal findet ein klassisches Konzert in einer Werkhalle bei Krone statt. Ja, also ich finde das ganz toll, dass die Firma Krones so etwas macht, dass sie die Halle zur Verfügung stellt und dass sie zur Kultur hier in unserer Stadt was beiträgt. Das finde ich also ganz toll. Sowas erlebt man auch nicht alle Tage, dass so viele Chöre und das Symphonieorchester in der Halle sind. Und ich glaube, das wird halt schon ganz gut. Die ganze Atmosphäre, der ganze Aufbau und alles ist sagenhaft. In so kurzer Zeit das alles darzustellen, darzubringen, die Bühne aufzubauen, ne? Also ist schon was, ist schon was Tolles. Es ist ja sehr interessant, dass Industriefirma Krones zum Beispiel wie jetzt hier voll ein ganzes Werk ausräumt, eine Halle ausräumt und dafür für so eine Veranstaltung hier präsentiert und zur Verfügung stellt. Es ist grandios, finde ich. Also wir sind sehr musikinteressiert und wenn sich so etwas bietet, das ist ja was Außergewöhnliches. Das ist ja nicht, was man öfter sieht, sondern das ist einmal in 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich mit so einem großen Chor und auch solchen Musikern. Und wir kommen voller Erwartung hierher. Nach den Grußworten von Gastgeber und Veranstalter beginnt das Konzertereignis mit mehreren Chören. Unter ihnen der Chor- und Musikkreis Neutraubling, Belcanto MFC Neutraubling, der Männerchor Sangesfreude Wenzenbach, Virtissimo sowie Vocalis. 145 Sänger sind es insgesamt. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Heribert Ackermann schwebt die Musik durch Mensch und Raum. Den Auftakt bildet Beethovens Fantasie für Klavier, Chor und Orchester, kurz Chorfantasie, Opus 80 in C-Moll. Ein selten gespieltes und nahezu unvollendetes Werk Beethovens. Begleitet werden die Chöre vom Kammerorchester Regensburg sowie den ostbayerischen Bläsersolisten und Lukas Klotz am Klavier. Beethovens Symphonie Nummer 9, Opus 125 in D-Moll, bildet den finalen Konzertabschluss und stimmt würdig auf die vorweihnachtliche Zeit ein.